Kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr und ein langer Blick in die Zukunft. Der Vorstand der Bertelsmann Stiftung informierte während des Jahrespressegesprächs über Ergebnisse und den Stand seiner Projekte. Themen wie Bildung, Demokratie, Gesellschaft, Gesundheit, Wirtschaft und Kultur werden auch künftig im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit stehen. Immer auch unter dem Gesichtspunkt weltweiter Trends wie Globalisierung, demografischer Wandel, Digitalisierung und soziale Ungleichheit. Wir suchen danach, wie beeinflussen eigentlich diese Trends unser Leben hier in Deutschland. Einer der wichtigsten Faktoren für die Gesellschaft und die Wirtschaft hierzulande ist ein verantwortungsvolles Unternehmertum, so die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Liz Mohn. Unternehmertum und Unternehmenskultur ist so wichtig, um die Arbeitsplätze zu erhalten und nicht kurzfristig zu denken, sondern langfristig denken zu können. Dass wir unseren Mitarbeitern das Wir-Gefühl geben, wir zusammen, wir schaffen es, wir zusammen haben Erfolg und wir zusammen sichern die Zukunft eines Unternehmens. Unsicher dagegen ist die Zukunft vieler finanzschwacher Kommunen. Sie müssen dringend, insbesondere bei den Sozialausgaben, entlastet werden. Helfen könnte auch Privatkapital, beispielsweise um Jugendlichen den Weg ins Arbeitsleben zu erleichtern. Privates Kapital geht in Vorleistung, gibt ein Darlehen. Es gibt Zielvereinbarungen, wie nachher das Endresultat aussehen soll. Und dann zahlt der Auftragnehmer dieses Darlehen sozusagen zurück mit einer vereinbarten Rendite, die sowohl auf der finanziellen Seite sich zeigt, als aber eben auch auf der sozialen. Einer der größten derzeitigen Herausforderungen ist die Zuwanderung, auch Thema des diesjährigen Reinhard-Mohn-Preises. Die Stiftung will diese Debatte versachlichen. Wir haben versucht, die Debatte zur Migration, die teilweise ja sehr emotional ist, ein Stück durch Fakten auch nüchterner zu gestalten, eine Abwägung zu ermöglichen zwischen Chancen und Risiken. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass Zuwanderung sich für Deutschland lohnt und dass es sich umso mehr lohnt, je qualifizierter die Zuwanderer sind und je mehr wir bereit sind, in ihre Bildung zu investieren. Viele Themen, gute Ansatzpunkte und noch mehr Elan und Optimismus, das zeichnet die Arbeit der Stiftung aus. Daher ist der Blick in die Zukunft auch durchaus positiv. In 10 Jahren hoffen wir dann, dass wir auch aus Deutschland uns in die Globalisierung sozusagen noch immer einen guten Platz haben, so wie wir das jetzt auch haben. Dass wir mit dem demografischen Wandel wirklich friedlich auch die Integration von unterschiedlichen Herkünften in unser Land gestalten können, dass wir mit der Digitalisierung wirklich auch die Chancen für die nächste Generation aufstocken können. Ja, und dass wir damit auch die Ungleichheit ein bisschen lebbarer machen können.